So, Ladies and Gentlemen, liebe Gaming-Freunde, herzlich willkommen hier bei Johnny and Friends Gaming. Hier mal ein paar Infos hier vom neuen Event, das Ende des Sommers. Jetzt muss ich mal gucken, der Tipp kam von Reburn Asuna, Dankeschön. So, jetzt gucken wir mal. Das Ende of Summer Event ist ein zeitlich begrenztes Event, bei dem im Tal Marshmallows gesammelt werden können, mit denen Spieler Campingmöbel, ihr Campingmöbel und Mahlzeiten herstellen können und bestimmte Village Dreamlight Aufgaben erledigen können. Ich kann Dreamlight Aufgaben erledigen. Okay. Es beginnt heute am 4.9. und endet am 26. Schnapp dir vom 4. bis 26. September dein Fernglas und beginne im Spiel mit der Suche nach besonderen Marshmallows. Als Energielieferant erhältst du außerdem zwei neue Rezepte für Köstlichkeiten vom Lagerfeuer, aber zuerst musst du die Zutaten sammeln. Während sie in ihrem Valley Plaza drei Büsche mit rosa Marshmallows finden, die können wir uns mal anschauen. Die Büsche habe ich gleich vor meiner Tür hier gefunden. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo ihr euer Haus habt. Also hier am Hauptplatz war hier gleich einer gestanden. Und die anderen zwei waren hier gestanden und da vorne war noch einer gestanden. Und ich habe die jetzt darunter. Und schau mal, die haben ja wirklich hier vier. Ich habe die hier hergestellt. Alle Stunde oder was kommt da was. Und dann haben wir hier die rosa Marshmallows. Und die blauen Marshmallows, die muss man halt dann suchen. Wer einen Sammler hat, der geht halt zu den Sammlern. Und guckt hier. Da sind schon wieder zwei, siehst du? Das geht ja hier wahnsinnig schnell. Also, kein Problem. Das schaffen wir locker in 3 Wochen. Locker schaffen wir das. Da braucht man gar keine Hetze machen, gar nichts. Und dann kann man hier das eine Rezept machen. Oh, gleich mal gucken, wo das ist. Schauen wir mal schnell. Ist es hier? Ist es echt hier? Dann müsste es ja ganz unten sein. Für was braucht man denn ein Vogelnest? Okay, ich kann es jetzt nicht sehen, wo die... Ach, hier. 15 gerüstete Marshmallows. Bisschen Hartholz. Ja, es geht. Und der Launchstuhl geht auch. 5 Eisenbahnen, alles kein Thema. Und herstellen kann man die Dinger auch, haben wir auch schon hier die Info bekommen. 2-2. Gehen wir mal weiter runter. Also 2 von den rosa Marshmallows. Meine Mutter hat mit Vornamen Rosa geheißen. Ein schöner Name. Und da auch 2. 2 hier, 2 hier, kochen. Und dann haben wir so einen Spieß. Genau. Naja, also das ist doch ganz easy. Da, bitteschön. 4 Sterne, okay, passt. Okay, dann habe ich euch das gezeigt. Jetzt gucken wir mal weiter. Also die Büsche einfach suchen und dann könnt ihr die ja zusammenstellen. Das machen sowieso die meisten. Wenn sie in ihrem Valley Plaza 3 Büsche mit rosa Marshmallows finden, müssen sie auf der Hut vor blauen Marshmallows sein. Ah ja, hier steht es ja sogar. Die in der Plaza, also auf dem Hauptplatz, auf der friedvollen Wiese, am schillernden Strand, Wald des Vertrauens und dieser Wald der, was ist, Valor? Hier und Lichtung des Vertrauens. Also hier und hier und hier, 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 hier. Okay. Und vergessenes Land müsste eigentlich auch sein, oder? Also hier unten kann man die finden. Okay. Sobald sie ein paar gesammelt haben, gehen sie zu ihrem Lieblingskochplatz und um leckere Leckereien wie S'mores zuzubereiten. Ach, 6, da müssen wir dann doch noch was verteilen, okay. Diese flauschige, süße Snacks können Sie jedoch nicht nur zum Kochen verwenden. Es gibt brandneue Bastelrezepte, mit denen Sie Ihre Marshmallows in
unverzichtbare Dinge für den Campingplatz verwandeln können, wie zum Beispiel eine Lagerfeuerstelle. Sobald Sie diesen Gegenstand platziert haben, können Sie damit interagieren und Fotos mit den Dorfbewohnern in der Nähe machen. Die perfekte Art, eine Erinnerung an das Ende des Sommers zu schaffen. Und vergiss nicht, zwei neue Aufgaben im Spiel zu erfüllen, indem du Gerichte auf Marshmallow-Basis verschenkst und isst. So erhältst du neue tragbare Gegenstände für deinen Avatar. Oha. Ah, der Vintage-Kühler. Ah, I see, I see. Okay, die Lagerfeuerstelle habe ich schon gezeigt. Den Lounge-Sessel, aber den Vintage-Kühler, da müssen wir nochmal rein. Wo war denn das? Das war hier, ne? Warte mal. Gucken wir doch schnell nochmal. Den Vintage-Kühler haben wir nicht drin. Ja, da gibt es ja diese Aufgabe, ne? Es gibt ja hier diese Aufgabe unter Dreamlight Dorf. Hier. Und hier. Genieße etwas Süßes. Ja, aber was soll ich denn da essen? Okay, das geht. Jetzt weiß ich bloß nicht, ob ich jetzt die Dinger da essen soll. Zählt das jetzt? Oder war das jetzt falsch? Ja. Das war falsch. Okay. Müssen wir mal weiterlesen. Komm, Wolli, wir gehen mal darüber. Ich hab's noch nicht so ganz raus, wie es geht mit dem Essen. Okay. Ich muss also hier diese S'mores herstellen. Geröstete Marshmallows, da steht's ja. Rosa Marshmallow, blaues Marshmallow. Biskuit Sandwich, oh! Das ist ein, wie heißt es bei uns in Deutschland? Was schon, diese kleinen S'mores Biskuit Sandwiches. Eins und zwei Weizen, ja komm, mach das mal. Na komm. Entschuldigung, Wolli. Oh, ich habe ihn weggestoßen, das wollte ich nicht. Okay, machen wir mal. Okay. Aber ich habe kein Weizen da. Doch, Weizen hast du doch. Genügend Weizen. Hier mal Weizen. Also einmal an Weizen und nochmal an Weizen. Und dann jeweils ein blaues und ein rosanes. Reihenfolge dürfte eigentlich egal sein. Hier! Gut gemacht, S'mores. Okay, dann haben wir gleich noch eine Erinnerung. Hier, gut gemacht. Oha, das ist Ariel, oder? Nein, das ist Tim Burton. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo... Geh weg vom Feuer, sonst tust du dich verletzen. Wollte ich nicht. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo finde ich denn S'mores? S'mores müsste ja eigentlich hier unten bei den Süßigkeiten sein. K-L-M-N-O-P-Q-R. Da, genau, da ist es. Okay. Okay, dann haben wir das also auch. Hanuta, ne? Hanuta heißt es in Deutschland. Kleine gebackene Biskuits und da ist halt was drin. Okay, okay, alles cool. Okay, die Marshmallows waren cool. Dorfaufgaben. Im Abschnitt Dorf des Dreamlight-Menüs sind eine Reihe ereignisspezifischer Aufgaben aufgeführt. Diese Aufgaben sind immer sichtbar. Was? Auch wenn das Ereignis nicht aktiv ist. Manche können jederzeit erledigt werden. Die Aufgaben, die vom zeitlich begrenzten Gegenständen sind kursiv hervorgehoben. Geröstete Marshmallows. Ich muss 25 von den Dingern herstellen und muss die weitergeben. Und ich muss 25 S'mores herstellen und weitergeben.
Also hätte ich sie nicht selber essen sollen, sondern ich hätte sie. Okay. Okay, alles klar. Na ja, dann ist klar. Dann wissen wir das jetzt. So, Ladies and Gentlemen, liebe Gaming-Freunde, jetzt wissen wir das. Das heißt, erst einmal, ja, die nächsten Tage das Zeug sammeln. Dann erstmal an die Dorfbewohner verteilen, weil dann haben wir das rum und dann kann man im weiteren Teil dann. Da ist ja schon wieder einer. Okay. Passt. Und dann kann man hergehen. Entschuldigung, Häschen. Oh, ich wollte dich nicht. Entschuldigung. Also, hilfst du mir jetzt oder nicht? Nein. Du bist böse. Dir helfe ich nicht. Ja, okay. Du hast beim Kochen die Kühlbox freigeschalten. Ich wollte gerade fragen, na, wie komme ich denn jetzt an die Kühlbox ran? Die zwei gehen ja okay. Aber where is denn da jetzt dort an die. Das habe ich nicht gesehen. Wie schalte ich denn jetzt die frei? Das verstehe ich nicht. Warte mal. Die Kühlbox. Kühliboxi, kühl. Ist das da irgendwo versteckt oder was? Ich habe ja schon immer gesagt, ich soll da einfach einen Reiter machen mit aktuelle Quests und da muss man nicht immer so rumsuchen. Ach, da unten. Hä? Vorhin war. Die war doch gerade nicht da, oder? Bin ich blöd oder was? Okay, Smores. Das ist schön, das Ding. Ja, das ist ein bisschen so wie Coca-Cola, ne? Jetzt, wenn sie clever gewesen wären, hätte ich mit Coca-Cola gleich einen Deal gemacht. Hätte ich gesagt, pass auf. Wir machen kein Vintage-Kühler, sondern wir machen tatsächlich oben was. Ja, hier, na, ja. Und dann machen wir für Cola gleich eine Werbung. Okay. Leute, ich habe euch jetzt alles gezeigt. Jetzt wissen wir es. Mit kräftiger Hilfe hier von Reborn Asuna und Keski. Ja, dann würde ich sagen, wisst ihr jetzt, wie das geht? Ich werde in dem Video unten das verlinken. Und dann können wir das. Dann könnt ihr das machen. Sehr schön, sehr schön. Dann lasst ein Like, ein Abo da. Bis zum nächsten Video, euer Nils. Tschüss.